Moin moin und herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play LS17 auf der NF Matchmap mit 7 goldenen Kühen bei Team West. Ja. Ja, grüße Team Ost. Danke. Ja. Glückwunsch. Genau. Moin moin. Wir warten. Ich weiß nicht, was macht ihr Schönes? Weil ich habe gerade ein bisschen... Wir dreschen. Was erntet ihr Schönes? Sonnenblumen. Ach, geht los, ne? Was ist da los? Warum haben wir das ausgesprochen, es fällt 9 umgesprochen? Gerade eben während der Aufnahmepause oder was? Nee, ja. Kurz davor schon. Echt? Machen wir 20 an? Ja. Ja, könnten wir auch die Zeit mal wieder auf 5 stellen. Dann müssen wir auf jeden Fall anfangen zu ernten. Keine Zeit verlieren. Stimmt. Aufnahme läuft. Ja, liebe Zuschauer, seht ihr es? Also jetzt sind wir in den Sonnenblumen, aber wir werden das natürlich jetzt nicht fertig kriegen, sondern das Ganze kriegen wir dann erst im Stream heute Abend fertig. Aber trotzdem fangen wir natürlich jetzt alle schon an. Ihr wisst es, wir haben leider ein Problem. Die böse Brücke schließt gleich um 18 Uhr. Das heißt, der Osten ist da eindeutig im Vorteil. Das ist bloß die Frage, wie große Vorteile sind. Genau. Ich ziehe uns mal dann in den Westen, ne? Jo, mach ja, mal. Okay. Bis später. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. So, also bis 5:15. Ja. Ne, 5:45, sorry. Ja. Passt auch ziemlich genau in die heutige Folge. Ernten, was das Zeug hält. Gerne Bescheid sagen, wenn ihr irgendwie so bei 40-50% seid oder was, damit ich dann einmal rüberkommen schnell. Und mir einen Abfahrer schnappe von dem Feld. Ansonsten kann da sein, dass ich einen nicht schaffe. Das müssen wir mal gucken, weil die sind natürlich mit 15 km/h bisher doch deutlich schneller unterwegs, ne? Ja. Ja, das macht schon eine Menge aus, ob nun 10 oder 15 km/h. Ja, es ist tatsächlich nochmal. Hast du das Gefühl, als wenn du hier über die Wiese rennst? Ja. Auch gerade, ich habe so noch mit diesem Schneidwerk noch nie groß Sonnenblumen geerntet, muss ich sagen. Aber schön, dass es endlich losgeht. Und sie sehen jetzt nicht mehr so schön gelb aus, die Sonnenblumen. Ja. Aber dennoch eine schöne Farbe. Ein Abfahrer bitte zum Feld 3. Ja, fangen wir da mal an. Welchen nehmen wir denn da? Da haben wir den da. Du bist gleich auf der. Jetzt musst du aber gegen wieder fahren, also ich kann ja nicht abbunkern, ne? Ja, ich drehe. Ja, da rasen nicht so. Und gleich auf der langen Seite. Und also, da kann man anschließend zu 5 kommen. Ja. Und bei 60%. Also alle dran denken, um 4:15 müssen wir alle mit Vollgas, jeder schnappt sich einen Abfahrer dann wahrscheinlich, weil das kann ich logischerweise nicht alles gleichzeitig machen. Und dann versuchen noch über die Brücke zu kommen, mit möglichst viel. So, das muss erstmal reichen, ne? Ich gehe erstmal weiter. Sonst kommen wir bei den anderen nicht hinterher. Der steht gerade da. Drehst du direkt so wieder und fährst da wieder die gleiche Bahn zurück? Ja. Wegen Abbunker, ne? So. Tja, nichts mit 18 Uhr, ne? Hat er sich verrechnet oder was? Viertelstunde. Viertelstunde, also ingame-technisch Viertelstunde, 20 Minuten. War knapp, bei Salazar, das wird eng bei dir. Ja, aber ich stehe schon direkt neben dem Backtracker. Also, okay. Wenn du in den Laster springst. Ja, ich bin noch die alte, hat 50% noch. Ja, dann mache ich das jetzt doch selber, weil ich direkt daneben stehe. Ja, dann mache ich einmal selbst. Dann kann ich auch noch einmal zumindest ausleeren, meinen Drescher, dass ich den auch einmal voll kriege. Wir haben nur noch 4 Minuten.
Danke. Okay, dann kannst du weiterfahren. Achso. Mal schon wieder an. Ah, ja, klar, ja, fahr ruhig weiter. Bis zum Ende haben wir den leer. Ja, mit den Schneidwerken werden sie ja großen Felder so locker über Nacht ernten. Ja. So, ich bin leer, kannst du lesen. Schade, dass sie das gemerkt haben. Oh, jetzt muss ich mal erst wieder den Motor aus, weil ich zu weit weg war. Glück haben die immer mit der Brücke. Schon die haben allgemein relativ sehr viel Glück gehabt. Ja. Mit den Feldern, mit den Preisen. Stimmt. Was sie aber auch gut gemacht haben, was man auch nicht absprechen soll, ist die Produktion. Ich glaube, die lief schon in der ersten Nacht bei denen rund. Da haben wir ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Ja. So. Du bist jetzt selber am Dreschen, ja? Ja, wenn du in der Nähe bist. Ich meine, ich schaffe aber auch nur eine Anhängerladung, also eine Drescherladung voll. Mehr schaffe ich nicht. Es sei denn, wenn du deinen hinstellst zum Abbunkers, könnte man in der Zwischenzeit ja den Abfahrer hier machen, ne? Aber es sind so Minisekunden, das macht das wahrscheinlich nachher auch nicht aus. Du müsst auch nicht hundertprozentig sauber arbeiten, ne? Lieber ein ganz minimal stehen lassen, dafür aber die ganze Schneidwerksbreite nutzen. Also um 40 vor sollte jeder wahrscheinlich seinen Drescher leer machen. Ja. Und sich dann in den Abfahrer setzen. Und am besten natürlich, auch wenn wir mehrere Abfahrer haben, nur den nehmen, wo schon ein bisschen was drin ist. Also ich werde jetzt leer machen und dann muss ich mich, glaube ich, schon auf den Weg machen von hier aus. Das heißt, wir kriegen dann aber an die 60.000, 70.000 zumindest schon mal rüber. Dann werden wir natürlich Speedo-mäßig in der Mitte ernten. Das werden wir dann aber erst im Stream sehen, liebe Zuschauer. Weil mehr schaffen wir dann auf jeden Fall nicht. Und wie sieht's aus bei euch? Weil ich noch einmal von Mari schon Richtung abbunkern. Okay, und die alte ist auf Feld 5 am. Ja, also. Wie gesagt, um Viertel vor spätestens im Abfahrer drin sitzen und Richtung Brücke fahren, sonst schaffen wir es nicht. Guck mal, ich habe 80%. Ja, denk dran, Abbunkern dauert auch hier 2-3 Minuten. Wenn ich selbst auf der Zielgeraden. So, ist 40. Ja, 5 Minuten noch, also eine Minute kann man noch. Vorausgesetzt, man verhakt sich nicht. Und dann müssen wir nur gucken, dass wir uns nicht gegenseitig gleich alle von wegen, alle Crashenden in der Mitte, hier an der Kreuzung, beim Obsthändler da, ne, bei der Obstfarm. Weil da kommen sie auf einmal aus allen Richtungen, ne? Rechts vor links. Ah, es ist echt schade. So. Ne, ist nicht machbar. Ich den nicht mehr rüber. Tatsächlich 43 und abgebunkert. Ah. Sehr gut, dann hast du auf jeden Fall immer sicher. Ich mache jetzt noch schnell den paar Prozente leer. Also ich habe mal gerade 15.000 mit. Nein, 14.000. Ja, was sind das bei mir? Liebes, 19.000. Nein. Oh, bei mir 21,5. Okay. Hm, habe ich mehr. Sehr schön. Gut geerntet. 23.529. Ja, es geht jetzt denn darum, also möglichst jetzt einfach erstmal nur über die Brücke zu kommen. Und dann können wir die da erstmal
Aber das war schon mal knapp. Das. Über die Brücke stehen lassen und dann weitermachen. Genau. Wir können aber auch mit denen als Abfahrer nutzen dann und voll machen. Oh, auf der Mittelinsel. Weitermachen. Ja, Achtung, Achtung, Achtung. Die Alte, bist du unterwegs? Von mir aus seid ihr noch weit, ja. Hier, dann fährt da hinten. Du bist ein bisschen schneller unterwegs, wa? Ja. Ich fahre den Fan. Aber wenn ihr jetzt da eure Verstopfung noch von der Brücke schaffen würdet, dann käme ich ja drüber, ne? Ja, guck mal, wir hätten noch knapp 2 Minuten mehr gehabt. Dann muss ich hier noch vor der Brücke bremsen, nur weil die da rumschleicht mit den Traktoren. Kommt der LKW angerast. Sehr gut. Safe. Aber so viel schneller seid ihr gar nicht. Langsamer seid ihr gar nicht mehr. Ich fahr 65. Also Jim, brauchst du ein bisschen Stups hier, oder? Alter. Ja, das ist irgendwie so eine ganz komische Stelle, wenn man mit dem Trecker da runterkommt. Da muss man tatsächlich langsam fahren, ja. Bin jetzt drüber. Sehr gut, dann haben wir die alle sicher. Also knapp 100.000 haben wir sicher. Jetzt müssen wir aber sofort weiter dreschen hier vorne. Ach nee, auf dem anderen Feld sind wir ja. Ach. Ja, in der Hinsicht fahren wir verkehrt rum. Ja, dann fahren wir mit denen doch im Matchbereich oder was? Ja, scheißen wir schon mal was rein. Lieber nicht. In Ordnung. Wegen Zeit. Ja, die Zahlen wissen sie ja jetzt. Ist ja. Ja, die werden sich auch beeilen. Die können sie ausrechnen, dann können wir sie auch. Ach, ich will noch reinfahren. Ich fahr jetzt den Mist schon mal rein hier. Kannst du da gerade durch, ohne abzuladen? Ne, Jim. Aber ja, wir haben 3 Drescher da stehen, ne? Dann schmeißt euch mal in die Drescher und ich mach die Abfahrer hier leer nebenbei. Okay. Weil ihr müsst ja erstmal wieder 50-60% ernten. Bevor. Erwische ich den Abfahrer. Müssen wir also erstmal gucken. Boah. Und so. Machen wir den Gedöns mit dem. PS gar nicht erst. Ja, seht ihr, liebe Zuschauer, heute Abend im Stream wird es nochmal spannend. Wie gesagt, unser Team gibt natürlich alles, hat natürlich das Problem, dass die Brücke jetzt geschlossen ist. Wir haben leider dann noch 1-2 Minuten verschenkt. Aber ich glaube, diese 1 oder 2 Minuten sind nachher nicht kriegsentscheidend. Das Problem ist einfach, dass der Osten sehr gut Weltwirtschaft hier betrieben hat, die größten Felder im Matchbereich hat und wir leider versäumt haben, da rechtzeitig auch große Felder zu kaufen oder vielleicht auch ein Grasfeld zu kaufen und das umzuarbeiten. Aber dafür hätten wir auch keine Zeit mehr. Generell war vielleicht auch das Anpflanzen der Früchte nicht ganz perfekt. Vielleicht hätte man sich vorher breiter aufstellen sollen. Aber wir haben ja auch gesehen, der Osten hat gar nicht erst versucht. Nö, muss man ja sagen. Man muss ja dann so ein bisschen schon überlegen, was hat man eigentlich falsch gemacht? Warum hat man nicht gewonnen? Haben wir nicht bei den Schirren um Rocken einfach zu häufig um die Bäume gewickelt hat. Genau. Aber ansonsten wäre es andersrum gewesen, dann hätten die das bestimmt noch dicht gemacht. So wie wir. Das, die Minute hätten die dann noch gehabt oder 30 Sekunden. Das hätte denen ja auch gereicht. Querfeld ein. Und leider ist ja auch noch das Feld, was wir haben, auch ziemlich weit entfernt, aber wir kriegen da eben nicht genug Sonnenblumen draus hervor, als dass wir das Tor schon dicht machen könnten. Die Abfahrkapazität, die wir stehen haben, ist völlig übertrieben. Wie sieht es denn mit der Kapazität auf eure Westinsel jetzt aus? Haben wir ja noch. Also ich hatte noch einen zweiten Abfahrer an meiner Düse. Ja. Ich glaube, da sind noch zwei Zweiergespanne. Wer kommt denn da hinten wieder? Oder was, wie weit seid ihr hier? Was macht ihr hier Komisches? Ja, ich habe wahrscheinlich die Alte vor mir, die wieder die Fahrtrichtung gewechselt hat. Deswegen, das meine ich. Ist doch egal. Ja, stimmt schon. Jetzt sind wir wieder hoch und dann ist gut. Und dann können wir jetzt so fahren, dass wir abgebunkert werden. Richtig, fahr ich gleich rechts hoch. So.
Gebäude hier nicht da wegen allem. Hinter mir ist der Anfahrer schon. Ihr beide, also hier, ihr beide habt jetzt so einen halbvollen Anhänger hier stehen lassen an der Seite, ne? Oder wie? Ja. Okay. Dann mache ich den gleich leer, sobald ich euch hier leer gemacht habe. Ups. Wegfahren. So, das muss reichen. Halte ordentlich voll hier. Ja, 86%, okay. Das war ein produktives Ernten hier. Ja. Sehr schön. Haben wir aber lange darauf hingearbeitet. Aber ja, so, dass man auch gleichzeitig abbunkern kann. Perfekte Teamwork. Das kann man sagen. So muss es aussehen hier. Ja. Ihr fahrt wieder außen hin, okay. Wie weit ist Jim? Wie voll? 33. Kann ich jetzt ja einen von den Sonnenblumen da vorne mal abfahren? Ja, hau mal ab, ich hab 4%. Ja, also ich mach den auch leer und dann würde ich sagen, sind wir auch tatsächlich für die heutige Folge schon wieder am Ende. Steht natürlich ein bisschen blöd hier, ne? Denn der Rest wird im Stream entschieden. Samstagabend, meine Lieben. Genau, heute Abend sogar. Die Folge ist für Samstagmittag. Und dann werden wir sehen, ob der Osten uns tatsächlich das Unentschieden abbringt und wir dann, wie gesagt, entweder je nachdem, was ihr jetzt sehen wollt, liebe Leute, das Wettrennen hier im Matchbereich mit was weiß ich, LKW, boah, LKW, Traktor oder BKW oder besser mit Fahrrad oder eben das Anpflanzen, Grubbern und Anpflanzen von Feld 1 und Feld 10. Also seid pünktlich. Ja. Gegen 19 Uhr. Kommentieren ordentlich. Ich dachte, Alter, was ist denn hier los? Und was fahre ich hier eigentlich? Im Altrad. Straßenlage und so. Ist schon toll, oder? Ja. Obwohl ich nur 21.000 habe, man will natürlich auch versuchen, die ganze Zeit Vollgas um die Kurven zu eiern. Ja, ich glaube nach wie vor, wir wären schneller im Ernten, aber wir haben einfach, wie gesagt, im zweiten Mal, liebe Zuschauer, Mimimi, genau, da kann man immer ein bisschen rumjaulen, haben wir aber das zweite Mal das Problem, dass die Brückenöffnungszeiten genau gegen uns sind. Danny, nur mal die Brücke noch, ne? Die Brücke, ja. Wir wollten auch noch ändern, ne? Manipulieren, ja, ja. Genau. Na, immerhin haben wir schon mal 60.000 oder so drin. Und dann würde ich sagen, ich sag mal schnell im Osten Bescheid. Channel Switch. Egal. Was sagt ihr? Wir sollen mal den Rest im Stream heute Abend zu Ende machen, oder? Ja. Wie weit seid ihr gerade? Oh, ja, ja. Wir sind mit Feld 20 gleich fertig und ihr? Ja, wir müssen ja überall ernten, ne? Ihr habt ja, wie gesagt, habt ja Glück. Glück und natürlich auch können, dass ihr euch die beiden großen Felder überhaupt kaufen konntet. Das muss man ja auch sagen. Aber es ist krass, wie schnell die Schneidwerke sind, ne? Ja. Aber ich sage mal, ne, wer gut haushalten kann, ne, und gut planen kann, der kann dann halt sich auch so eine Felder kaufen, ne? Ja, und wer ein bisschen Glück hatte, dass, glaube ich, der Supermarkt fast, oder ne, hier der Baumarkt pauschal fast immer bessere Preise hatte. Wer hat programmiert? Ne, das ist Glück. Das ist Glück, ja. Das kann. Ruckelt aber kräftig. Das ist absoluter Zufall. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Break. Keiner will jetzt aktuell raus aus den Fahrzeugen, glaube ich, weil, ich meine, die eine Minute, wir haben ja eh das Problem der Brücke. Danke aber fürs Zuschauen, wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr natürlich Bock habt, heute Abend das richtige Finale zu sehen. Schaltet gerne rein, freuen uns bis dahin. Vielen, vielen Dank und tschüss. Tschüss. Tschüss.